Ja, ich werde auch älter. Ich fange jetzt auch an, größere Zettel zu malen. Bombenstimmung heute hier. Begrüße euch alle ganz herzlich. Alle, die sich nicht hier umärmelt haben. Gesundes neues Jahr 24. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und ich denke, dass hier die richtige Stimmung nach Rolf hier noch mal ein bisschen nachzulegen. Nach den Jahren des Staunens, wie eine solche Politik möglich ist, kommt es jetzt endlich zum Jahr des Handelns. Wie ist die Situation laut Infas-Umfrage vom Jahreswechsel? Danach sind 17% der Wähler mit der Politik der Ampel zufrieden. Ganze 17%. Das, obwohl rund 30% der Ampelparteien die Ampelparteien wählen. Das heißt, jeder zweite Wähler der Ampelparteien wählt diese Parteien, ohne von deren Politik überzeugt zu sein. Ich erinnere an die Umfrage der FDP, die ja so ganz knapp hin simuliert wurde, damit sie weitermachen dürfen. Ich würde mich schämen als Politiker, hier noch von irgendwelchen Erfolgen sprechen zu wollen, wenn selbst meine eigenen Pappkameraden mir nach hinten weglaufen und die auf diesen ganzen Mist keine Lust mehr haben. Bei solchen schwachen Werten ist die Ampel offensichtlich nicht mehr fähig, die politischen notwendigen Wandel durch Rücktritt einzuleiten. Ich hatte vorhin hier als Bemerkung gesagt, im ersten Redebeitrag mit dem Bauernverbandspräsidenten, das kommt mir vor wie der Schabowski vom Bauernverband. Das ist ihm so rausgerutscht, dem war gar nicht klar, was er da gesagt hat. Ab wann gilt das? Ich denke, ab sofort. Auf meinem Zettel steht ab sofort. Sie wissen, Ihnen ist bewusst, dass Sie auf absolut allen Feldern das vermasselt haben, sind aber nicht willens, als Verlierer die Arena zu verlassen. Das macht eben diese Leute so gefährlich. Schaut euch die Interviews an, die zurzeit gegeben werden von den politischen Spitzen der Parteien. Sie sehen jetzt nur noch Feinde. Selbst ihre eigenen Leute sind zu Feinden geworden. Landräte, die nicht mehr mitspielen, sind ihre Feinde geworden. Die vorher ihre Drecksarbeit erledigt haben, die zur Stange gehalten haben, die Polizisten sind ihre Feinde. Das dauert nicht mehr lange. Und sie schlagen in fast jedem Interview mit der Verbots- und der Nazikeule um sich, so wie es Frau Esken heute wieder tat. Sie will alles verbieten, was nicht ihre Ansichten vertritt. Frau Esken, die neueste Umfrage, falls sie noch nicht vorgedrungen ist, im Land Sachsen, SPD 3%. Ich würde mich schämen. Ich würde mich schämen, den Mund noch aufzumachen, an irgendeiner Partei Kritik zu üben, sondern ich würde sofort einen Parteitag abhalten und den eigenen Laden erst einmal umkrempeln. Nach Ihrer Meinung ist die CDU schuld, weil sie gegen den verfassungsfeindlichen Haushalt 21 geklagt hat. Der Staat, Herr Habeck, hätte noch gerne mit weiteren Krediten gegen den wirtschaftlichen Ruin ansubventioniert. Beispiel ist die Geschichte mit dem Industriestrom, die auf die nächsten Jahre Milliarden kosten soll. Beispiele sind die Förderung der Netzentgelte mit 5,5 Milliarden und so weiter und so weiter. Lindner ist es am Wochenende aufgegangen. Der hat gesagt, wir stehen das auf Dauer nicht durch, gegen die Krise alle Geschichten gegen zu subventionieren. Das wussten wir schon vor 2 Jahren, als die Geschichte so anfing. Weiß ich nicht, warum Sie so lange brauchen für solche Erkenntnisse. Eine 10 Klassen. Ja. Jetzt sollen die Finanzreserven beim Bürger mobilisiert werden. Er soll weiter stillsitzen auf dem Rasiersitz. Dort sitzt der steuerzahlende Bundesbürger aber schon seit Jahren.
Und er fängt an, mit dem Rasiermesser am Hals unruhig zu werden. Er murrt, er zappelt, er begehrt auf und fuchtelt mit den Händen, weil er alle nur sein Bestes wollen. Er ist aber nicht gefragt. Da wird uns täglich erzählt, dass die Demokratie in der Ukraine zu verteidigen sei. Und jetzt, da andere nicht mehr begeisterungsfähig sind, unsere Anstrengungen in diesem Jahr verdoppelt werden. Einfach mal 2, vielleicht mal 4 auf Wunsch oder mal 10. Ja, Herr Scholz, so ist das, wenn man sich zu weit auf den zugefrorenen See hinaustraut. Es folgt einem niemand. Ich war von Anfang an gegen diese militärische Hilfe. Ich, der das alles zwangsweise mitfinanzieren muss, habe noch genug von 20 Jahren andauernden Verteidigung der Demokratie am Hindukusch. Ich habe die jämmerliche Flucht am Kabuler Flughafen im Fernsehen gesehen, so wie ich als junger Mensch die Flucht der Amis aus Saigon in Vietnam gesehen habe. Ich habe die Schlussfolgerung gezogen. Warum lernen Sie, Herr Bundeskanzler, Sie, Frau Außenministerin und der Rest der Politelite nichts daraus? Kann es sein, dass nur die aus Kriegen lernen, die die Konsequenzen tragen müssen? Tragen mit Unmengen von Geld, mit verbauten Zukunftschancen, mit Einbuße Gesundheit und mit eigenem Blut. Ich gehöre zu der Minderheit von 85%, die ihre Kriege nicht wollen. Sie stecken aber so tief im Morast, dass, wie ich schon sagte, sie nicht mehr alleine ohne Unterstützung, unsere Unterstützung, dort rauskommen. Eine Wirtschaftsweise brachte gar zum Jahreswechsel das Modell des Ukraine-Soli wieder ins Gespräch. Wir zahlten nicht genug und schon gar nicht freiwillig. Da muss mehr Angst her. Pistorius will die Wehrpflicht. Hey, möchte man rufen, junge Männer, wenn bei euch die Lampe noch nicht komplett aus ist, ihr sollt Panzer fahren und Panzer zerstören und vor allem uns den bösen Russen im Osten vom Hals halten. Man möchte singen, es geht schon wieder los. Das wievielte Mal eigentlich in dieser Geschichte? Und wieder ist der andere viel böser und wir müssen sie alle töten. Ehrlich? Wir hätten noch 5 bis 7 Jahre, um uns wehrfähig und kriegstauglich hochzurüsten. Nein, es geht nicht um das Klima. Es geht um eure Zukunft, die bedroht ist. Ihr sollt Kanonenfutter werden. Sie haben Größeres mit euch vor. Zu den Bauern. Jede Schachpartie wird mit den Bauern eröffnet. Begonnen und am Ende fällt immer der König. Sie sind angeschlagen, sie bleiben aber gefährlich für uns, solange sie die Macht haben. Die Macht haben, um uns eine Gasumlage einzudrücken, die Macht haben, uns in Kredite zu zwingen, die Macht haben, uns als unwillige Verweigerer, als Nazi zu bezeichnen und aus offiziellen gesellschaftlichen Diskursen auszuschließen. Wir sind gefährlich, weil wir seit Geburt nur mit einem Geschlecht ausgestattet und nicht willens sind, auch die anderen 74 auszuprobieren. Wir sind die Gefahr, weil wir seit Jahren wagen, ihnen zu widersprechen, das Angstspiel durchschaut haben und uns mit unseren Mitteln wagen zu wehren.
Und jetzt scheint die nächste Stufe gezündet. Die Bauern sagen, genug ist genug. Sie beginnen sich zu wehren. Alle Medien, die an der Titte des Staates hängen, heulen seit Tagen, begreifen aber immer noch nicht, was vor sich geht. Ich habe gelesen, wie sie versucht haben, die Aktion der Klimakleber-Sekte mit unseren Bauern zu vergleichen. Sie verstehen nicht, warum die einen so gehasst werden und die anderen so viel Unterstützung in der Bevölkerung erfahren. Ja, beide sind auf der Straße, beide blockieren. Mehr Gemeinsamkeiten gibt es aber zwischen beiden nicht. Während die einen immer mehr Einschnitte und Einschränkungen fordern, also seit Jahren destruktive Ziele verfolgen, sind die anderen die Helden, die für ihre Arbeitsplätze kämpfen, die für ihre Zukunft, für ihre Höfe und auch für die Gemeinschaft auf dem Lande kämpfen. Sie wissen genau, was sie tun und haben einfach die Faxen dicke. Wollen nicht mehr gehorchen. Bringt euch ein, wo immer ihr könnt. Zeigt, dass ihr es verstanden habt und unterstützt die Bauern, wo es geht. Sie kämpfen unseren Kampf. Dankeschön. Vielen Dank, Heiko. Es gibt wesentliche grundlegende Unterschiede zwischen Landwirten und Maßnahmekritikern oder anderen Menschen, die hier seit nunmehr 3 Jahren auf die Straße gehen. Und diese Klimaklebersekte, die erste Sache ist, dass die Gemeinsamkeit, Straßen zu blockieren, nur eine Tatsache ist. Fakt ist, sobald ein Rettungswagen durch will, fahren Landwirte mit ihren Traktoren beiseite und lassen diesen RTW durch. Das ist schon mal das erste Ding, weil jeder normal geistig bemittelte Mensch in diesem Land noch so empathisch ist und so viel Hirn in der Birne hat, um zu erkennen, dass es wichtig ist, Klimakleber scheinbar nicht. Und ein zweiter wesentlicher Unterschied zwischen der Klimaklebersekte und jedem anderen Menschen in diesem Land ist, ich persönlich habe noch keinen von diesen Klimakleber-Freaks irgendwo zum Beispiel Sandsäcke stapeln sehen. Gott sei Dank sind wir noch so normal, empathisch, mitfühlend, und in diesem Sinne erinnere ich mich auch noch an einen ein Feldbrand war das, da hat auf Usedom ein Weizenfeld, da ist ein Mähdrescher irgendwie in Brand geraten und ein riesengroßer Flächenbrand entstand, und da habe ich erlebt, wie koordiniert und ohne große Vorplanung und Planspiele Landwirte zusammengearbeitet haben. In dem Sinne, alle zusammen demnächst gegen diesen völlig irren Wahnsinn. Genug wurde schon kaputt gemacht durch diese irre Regierung. Jetzt gilt es aufzuhalten, dass diese Wahnsinnigen noch mehr Schaden anrichten hier in diesem Land. So, und in Kürze werden wir uns mal in Bewegung setzen. Wolgast nochmal ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wer mag, kann sich gerne noch mit einer Flagge ausrüsten, hier erhältlich. Ich möchte daran erinnern, lasst uns auch aus Gründen der Rettungsgasse die rechten Fahrbahnhälften benutzen. Und dann sehen wir uns nach einem kleinen Spaziergang hier durch die wunderbare ehemalige Kreiswerft und Hafenstadt Wolgast hier unten am Kai wieder. Bis dann.